Hallo, jetzt spielen wir wieder eine Runde Hearthstone mit unserem Spellhunter Deck, was wir das letzte Mal erstellt haben. Das hier. Quests haben wir zwei Victories, das schaffen wir heute. Das hier, kleine Minion-Spiel, die zwei oder weniger Kusche, geht mit unserem Deck nicht. Aber austausche will ich es nicht, weil die Quest an sich geht sehr schnell mit einem Deck, wo nur kleine Minions drin sind. Dann hat man die Quest. Jetzt machen wir erstmal die zwei Victories Quest. Sollte ja auch recht schnell gehen. Wir sind dann noch Rank 24. Da sind die Gegner noch einfach. Meistens. Also manche haben da auch schon ein gutes Deck. Gucken wir mal. Noch ein Versuch. Vielleicht zu voll alles, ja, ist. Abends 6 Uhr. Rexxar versus Uther. I will fight with honor. Let the hunt begin. Das bringt uns alle am Anfang nichts. Waffe ist gut für Runde 3 und Explosive Trap eventuell. None will survive. Den kaufe ich mir eventuell auch mal noch. Da gibt es auch sehr viele Decks. Da will ich auch mal ein paar ausprobieren. Mit. Wenn alle Karte ungerade Anzahl kostet, die im Deck sind, dann ist die Hero Power besser. Let me think. Wahrscheinlich spielt er gerade das Deck, wo ich auch ausprobieren will. Spot Paladin Deck. That was a mistake. Machen wir nichts. Reporting for duty. Obwohl Tracking hätten, na, ist egal. Explosive Trap. 2 Damage. Aber hat seine Reihenfolge nicht so ganz perfekt. Hätte er schon angreifen sollen. Die zählt wahrscheinlich nur, dass wenn man ein Secret spielt, wenn man die Karte auf der Hand hat. Reporting for duty. Wir gehen Chase, wir spielen ja Hand. Also längerfristig besiegt er uns wahrscheinlich und wir müssen der relativ schnell machen. Da sollte er lieber so einnehmen.
Genau. Reporting for duty. Vielleicht hätten wir auch die Explosive Trap aufheben sollen. Die Hälfte haben wir schon fast. Also unser Deck ist ja schnelles Deck. Und solange er seine Token abwendet. Schlecht für uns alles. Gucken wir mal, ob man was Besseres findet. Das sind 12, 16. Ah. 14. Die drei verhindern, aber das sieht nicht gut aus. Mit der Waffe hat er uns ihn. Well played. Oder das Deck, was er jetzt hatte, das machen wir wahrscheinlich als nächstes. Aber ein bisschen spielen wir noch mit dem Hunter-Deck. Wahrscheinlich ist das nur gegen die Paladins nicht so gut. Rexa! Let the hunt begin. Bring it on! Ich weiß nicht, ob sich Explosive Trap schon lohnt. I hunt alone. Ich greife mal an, weil wir haben ja hier noch eine Waffe. Okay, wirklich viele Karte hat er nicht mehr auf der Hand. Spielen wir nix.
Ja, können wir es denn upgraden? Weiß es gar nicht. Aber drei solche ist schon mal gut. Mein viel kann er nicht machen gegen die. Das war's schon. Das sind 15 plus 2. So, noch mal ein Spiel. Die Decks wollte ich noch alle aufmachen, oder die Packs. Da sind ja noch alte dabei. Nguru und Kobolds und Kettekorn. Weiß nicht, ob man das Tracking aufheben soll am Anfang. Ich glaube ja nicht. Das ist jetzt gut, weil hier immer schon ein Secret. Wird das schon geupgradet. Das spielen wir Runde 2, das ist Runde 1. Einmal angreifen geht. Also zwei Angriffe haben wir ja noch. Und bis die verbraucht sind, haben wir schon eine neue Karte. Vielleicht hat er wahrscheinlich Hellfire drin. Macht 3 Schaden für alle, dann sind alle unsere Wölfe weg. Ich weiß nicht, ob man das aufheben soll, bis er seinen Hellfire gespielt hat. Vielleicht spielt der Handlock Deck, wenn er so viele Karten auf der Hand hat. Out of my jungle. Da
Ist halt Freezing Crab doof? Ja, dann kriegt er nochmal. Ja, wir müssen nochmal einen Tort-Minion raussuchen. Das will man nicht. Wurde ja ziemlich sicher Giants im Deck. Große 8-8 Kreaturen. Also bauen wir die Freezing Trap später. Und unser Hunter's Mark heben wir auch auf. Falls wir eins ziehen. Extraordinary. This one will prove very useful. Jetzt kommt wahrscheinlich Hellfire dann. Kreaturen spiele würde, wäre es auch nicht. Ne, reicht da gar nicht. Ja, doch. Könnte mir hier an die Hounds und dann das hinterher. Dann wäre der hier weg. Yes. Oh yes. They'll serve me now. Den kann er wieder auf die Hand nehmen. Das sind zwei Damage, die kann man auf ihn machen. Achso, es gibt ja das eine Warlock-Deck mit ganz vielen Doom Guards. Heute mit auf ihn. Wir haben ja noch 28 Hitpoints, also das ist jetzt noch nicht so schlimm. Wenn der stirbt, kommen halt wieder drei kleine Taunt Minions raus. Und Direct Damage, was direkt auf ihn geht, haben wir auch nicht wirklich. Also gegen Taunt Decks ist das Spellhunter Deck nicht so schick. Naja, das kann ich nicht so.
Deadly Shot. Ja. Also richtig gut ist das Hunter-Deck nicht irgendwie. Oder mir ein Pech, oder ich spiele es nicht richtig. Rexxar versus Lunara. Gegen so viele Taunter wüsste ich jetzt nicht, was ein Deck hättet, was man besser machen könntet. Das behalte ich mal, weil das Secret spielen wir wahrscheinlich. Ah, da haben wir noch eins. Gut. Where shall I strike? Ja, zumindest ist halt nichts mehr. Das ist gut. Und AOI hatten Druide wahrscheinlich nicht, glaube ich. Und Board Clear. Das Dingo! Yes! Sieht zumindest aktuell ganz gut aus. Webcam hin, sehe ich gerade.
Die will nicht mehr. Gibt's keine Wettkämpfe. Machen wir das so nochmal fertig und dann nochmal. So, also ich guck mal nach der Webcam. Tschüss.